So, willkommen bei der nächsten Aufgabe. Gibt's was zu sehen? Was wir machen müssen ist, wie ihr seht, ich habe schon eine von zwei gemacht, zwei 40er-Zonen einfach erfolgreich erkunden. Einfach in eine 40er-Mission reingehen, dann da die ganze Map erkunden. Guckt am besten, dass ihr keine Mission habt, wo ein Sturm ist, weil da wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Weil logischerweise im Sturm kriegt ihr Schaden und das wird schwierig, wenn ihr einmal komplett um die Map läuft. Was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ich gehe jetzt einfach mal auf jetzt spielen. Wo schickt er mich rein? Ja, wie immer, Datenbeschaffung. Irgendwie sind da anscheinend die meisten Leute. Dann schon mal nochmal danke für die ganzen Abonnenten, die jetzt dazukommen. Wir haben jetzt fast unsere 80 Abonnenten wieder zurück. Was bedeutet, wir rücken den näher den 90 Abonnenten. Was bedeutet, wir kriegen die 9. Paysafe-Zahl hin für den 10 € Paysafe-Code. Also, wenn noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo dalassen. Und wer noch nicht weiß, wie das Gewinnspiel läuft, einfach unten in der Videobeschreibung ist der Link drin zu der Erklärung. Einfach reinschauen, ist eigentlich simpel erklärt. So, jetzt gehen wir mal in die Aufgabe rein. Da kamen auch schon die nächsten. Datenbeschaffung ist nämlich, glaube ich, immer gut, weil da ist kein Sturm. Oder? Doch, da ist ein Sturm. Scheiße. Aber müssen wir mal gucken. Wir müssen ja nur die Zone erkunden. Eben habe ich es nämlich auch hingekriegt. Bam, 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 bam. Und ihr wisst ja, Ladebildschirm gleich. Liked seid, kommentiert seid. Wer noch kein Abonnent ist, jetzt habt ihr die Zeit, ein Abo rauszuhauen. Und jetzt gehen wir auch in die Aufgabe rein. Ist eigentlich ziemlich simpel. Man muss halt nur aufpassen, welche Mission man macht. Datenbeschaffung eignet sich eigentlich nicht so, aber ich denke mal, wir kriegen das trotzdem hin. Mit dem Hoverboard bisher ziemlich schnell unterwegs. So, drin. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Und ich wundere mich, ich nehme das ganze Video auf im Livestream. Also falls ich mal mit irgendwem rede, nicht wundern. So, direkt aufs Hoverboard. Dann gehen wir mal die Ecke direkt damit holen. Weißt du noch, als ich sagte, So, das würde jetzt gehen hier wir nur einmal im als möglich Kreis. passieren? Tja, da lag ich wohl falsch. Jeder Angriff der Sturmkreaturen könnte Also die so habe Dörfer ich es eben in der beschädigen. Mission auch gemacht. Es wäre wohl besser, Verteidigungslinien um den Landeplatz des Ballons zu Einmal halt errichten. komplett um die Map. Und dann ist das eigentlich auch easy Wir gemacht. müssen die Daten beschaffen, bevor der Sturm uns überrollt. Also solltest du dich vielleicht beeilen. Wir haben nur 20 Minuten. Achte auf deiner Karte darauf, wohin der Sturm sich bewegt. Wir müssen wie immer die Daten beschaffen, aber dieses Mal müssen wir auf den Sturm achten. Wenn du dem Sturm ausgesetzt bist, tut das weh. Richtig weh. Du wirst Schaden erleiden, wenn du in dem Sturm bist. Also behalte deine Kondition Ah, im hier ist Auge. das Relais, was wir eben machen mussten. Ich muss hier schon gucken, dass ich jetzt die ganze Map erkunde. Oh Gott, geht die Zone wieder schnell, ey. Komm, hör auf zu lenken. Boah, ich muss definitiv in den Sturm rein. Ah, das hier wird nicht einfach werden. So, ich schreibe mal wieder raus. Ja, da hinten können wir wieder hoch. Also einfach ist das mit dem Erkunden nämlich gar nicht, wie alle immer meinen. Komm, mach schon, dass sie zu, ne? Nee, ich habe jetzt keine Zeit, dir zu helfen. Also 100% muss man sie nicht erkunden, aber ihr seht ja die Mitte hier unten, wo, da fehlt ja der ganze Mittelkreis noch. Aber es zählt schon als erkundet. So, da gehen wir jetzt mal zur Mission.
Oh Gott, er baut hier. Oh, Jesus Maria. Bauen wir hier mal die Zwischenwände, wenn er schon so viele Fallen ausgebaut hat. Halt immer nice, wenn man so Spielpartner hat, die auch mal Material investieren, für die Aufgabe zu schaffen. Und ich weiß nicht, ob es gerade auch macht, aber macht euch immer so viel Platz wie möglich. Holz kann ich nämlich eh gerade gut gebrauchen. Ich habe nämlich viele Munition hergestellt und dagegen eine Menge Holz drauf. So, mein Mitspieler hat anscheinend genug Holz. Helfen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Kann man sich die Mats mal wieder aufbauen, die man in anderen Runden alle verballert hat. Ich sehe gerade, da oben ist noch ein Radar. Da wir ja eh ein bisschen Zeit haben. Mein Radar muss ich auch noch bauen für die scheiß Tagesaufgabe. Ja, vorher machen wir hier das Lager platt. Immer die Bienenkönigin da kaputt machen, ey. So, haben wir das auch. Gerade mal gucken, was wir hier machen müssen. Ach, Metall. Ah, sieht aber eigentlich ganz einfach aus. Haben wir hier noch irgendwo einen Bogen? Bevor ich es gleich wieder umbauen muss? Nein. Hier haben wir eine volle Wand. Hier eine volle Wand. Da eine volle Wand. Hier haben wir nur den Balken. So, da haben wir unten jetzt eigentlich alles fertig. Dann haben wir eine Treppe. Ich mach das doch schon. So nett gemeint. Mann, wenn du die schnell baust, ist das doch unfair. Dann mach die Ecke fertig und mach die Wand fertig. Zack. 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 Danke dafür. Gucken, ob ich die Hauptaufgabe. Ah, 2 von 4 gebaut. Sehr schön. Ach, da unten sind noch Rohstoffe, das ist auch immer gut. Ah, komm, du warst als erstes hier, dann hol dir die Kiste.
Ich hasse das immer. Aber wenigstens habe ich mal das jetzt wieder verstanden. So, hier auch mal gerade wieder richtig bauen. Wieso kann ich den hier nicht anbauen? Hä? Hey, nö, Nana. Ah, sieht alles gut aus, was hier die Gruppe bis jetzt so macht. Blue ist natürlich ganz oben. Gerade an Material ändern. Ach, die Wand muss ich auch verbessern. Zack. Ja, von mir aus können wir ruhig schon machen. Es gibt nur eine Möglichkeit, alle Daten zu beschaffen. Wir müssen den Ballon so bald wie möglich abschießen. Hol den Ballon vom Himmel, ja. Lade die Daten herunter und dann nichts wie weg. So, dann schauen wir mal, wie die Fallen funktionieren, die da alle aufgebaut wurden. Treppe hier machen wir schon mal weg. So, von wo kommen sie? Von hier. Datei erfolgreich abgerufen. Das ist schon mal gut. Schießt denn hier auf mich? Wow, jetzt wird es aber doch ein bisschen eng. Die Daten sehen gut aus. Mit der Gruppe hier müsste das eigentlich easy zu schaffen sein. Hier noch ein Bär hin. Oh nein. Was habe ich denn jetzt gemacht? Scheiße. Datei erfolgreich abgerufen. Warte. Ich sehe hier gar nichts. Ach, ich muss das hier kaputt machen. Gott, was ist das denn für ein Fail? Ich krieg mich da nicht raus irritiert. Die Sturmfront ist bald da. Entschuldigung. Noch eine Datei. Da, meine Gruppe, die schön zusammenarbeitet. Schon mal GG, was das betrifft. Ey, die Waffe ist so zum Kotzen, ey. Schön wär's. Mein Bär. Die Daten sehen gut aus. Wichtig ist erstmal, dass wir die Mission schaffen. Der Rest, der gibt es eigentlich schon alleine. Wo ist denn diese dämliche Hexe, ey? Noch eine Datei. Ah, ah.
Ich kann das Ding hier kaum irgendwo hinstellen, ey. Oh nein, er baut zu viele Wände. Das Schlimme ist, er editiert die erst um, wenn die stehen. So, jetzt ist gerade mal ein bisschen ruhiger. Sieht aber gut aus, eigentlich soweit. Datei erfolgreich abgerufen. Hier vielleicht mal eine Wand hin. Ja, die Position ist hier nicht die beste für eine Burg bauen oder so. Weg. Hallo? Noch eine Datei. Ist jetzt noch ganz entspannt. Muss ich wieder zu viel Schaden kriegen? Ach da. Weg hier. Datei erfolgreich abgerufen. Genau, die Giftwolke. Kappa. Ganz entspannt. So, noch 5 Dateien. Oh, da ist wieder eine dämliche Hexe, ey. Noch eine Datei. Kann ich die jetzt mal treffen, ey? Manchmal überlege ich mir doch wieder Leben mitzuholen, ey. Geben Sie aber noch ein bisschen Gas hier, ey. Was? Ich brauche kein 1 gegen 1. Datei erfolgreich abgerufen. Sei mir nicht böse, aus dem Alter bin ich raus. Ich bin froh, wenn diese Waffe kaputt ist, gell? Ende ist immer ein bisschen krass, ey. Noch eine Datei. Oh, nicht ganze Wände dahin stellen. Wie oft denn noch? Geht nicht. Rampen sind okay, aber nie ganze Wände, ey. Man sieht doch nichts. Easy. Immer die Leute mit ihrem 1 gegen 1. GG an die Gruppe. Wie ihr gesehen habt, einfach erkunden, Aufgabe fertig machen und schon hat man es geschafft. Ich war ein Bär. Also, wenn einer mal ein 1 gegen 1 machen will, einfach TS 6138. Das ist wohl ein kleiner Pro-Gamer. So, 1,2 Millionen EP läuft.
Komm, mal gucken, ob wir das hier jetzt bekommen. Ganz entspannt. Aber die Zuschauerrekorde werden noch nicht gebrochen. Also 3 Zuschauer mehr hatten wir noch nicht. Na ja gut, ist auch meistens Rette die Welt drin, von daher. Rette die Welt ist ja nicht unbedingt das, was alle sehen wollen. Ihr wisst ja, Ladebildschirm, Like-Zeit, Kommentierzeit, kein Abo, dann jetzt. So, schauen wir mal. Gibt's ein EP? Helden-EP? Ja, aber kein Überlebenden-EP. Oh, Gold ist immer gut. Kann man nie genug von haben. Das reicht auch. Es fehlt jede Spur. Ich sehe... Nicht jetzt! Entschuldigung, Kommandant. Dieser Glotzbot hat sowas wie ein Problem. Aha. So, was macht denn unsere Vorschau? Das solltest du vielleicht hören. Ich dachte, ich kämpfe 40. Ich sehe Krieg. Oh, er sieht schon brutal. Nach Plankerton. Da gibt es so viel zu sehen. Na klar, Glotzbot. So, haben wir jetzt einen Stinks bekommen? Ne, uns fehlen noch 20 Tickets. Mann. So, hier haben wir, weil ihr es nicht sehen könnt, 2500 Gold. Was hat der? Das wäre natürlich ein schöner Charakter. Ich meine, man kennt ihn ja noch. Die haben wir schon, die haben wir auch. Ach, der müsste doch eigentlich wieder. Hä? Hey. Ach ne, das war ja. Überlebende gibt es immer noch keine zu kaufen. Ah, wir gucken mal. So, wie gesagt, mit der Zone einfach komplett erkunden, Mission fertig machen. Ich hoffe, ich konnte schon mal damit helfen. In dem Sinne, haut rein.